wo wir jetzt auch bei dem Thema Umsetzung sind. Du selber bist ja schon, also für mich kommt es vor, als wärst du der geborene Unternehmer überhaupt. Ich habe ja auch ein Interview von dir gehört mit Tobi Beck, da habe ich auch schon gesehen, wie du teilweise, ich glaube sogar im Kindergarten oder irgendwie so unternehmerische Gruppen schon teilweise aufgebaut hast. Und die Lehrer haben schon gesagt. Ja, ja, genau. Und denkst du, man ist als Unternehmer geboren oder als Angestellter oder ist man durchaus in der Lage, sich auch zu diesem Unternehmer hinzuentwickeln? Weil bei dir ist das jetzt so, ich denke mal, du sagst von dir selber aus, hey, ich bin geborener Unternehmer. Also wie siehst du das? Also es gibt ja beides und das ist auch wieder, es gibt ja Beispiele für beides. Es gibt einmal die Leute wie mich, wo man schon immer gesagt hat, naja, der hat das Gen irgendwie in sich drin, der hat da einfach Bock drauf, der hat diese Freiheitsliebe. Und man muss sich ja auch ganz klar, ich meine, wenn man diese extreme Freiheitsliebe nicht hat, wenn man ein extremer Sicherheitsdenker zum Beispiel ist und abends immer nur kotzen würde, wenn man die Umsätze mal schwanken oder wie auch immer, weißt du? Ich meine, du sollst auch nicht unglücklich werden in deinem Leben. Es ist kein Zwang auf dieser Welt, selbstständig zu sein. Du kannst super angestellt sein und kannst da mega happy sein und kannst ja auch in dem Unternehmen, ich sag mal, vielleicht kriegst du irgendwann Anteile, weil du so gut bist und weil du dich sehr engagierst, dann bist du auch ein kleiner Unternehmer sozusagen als Anteilseigner. Und ja, das ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, man ist entweder mit diesem Gen geboren oder man hat einfach wahnsinnige Lust darauf. Man sagt, ich möchte so gerne Unternehmer sein. Und dann ist es doch wunderbar, dann kannst du alles lernen. Doch, das glaube ich schon. Ich habe auch wirklich viele Menschen gesehen, die einfach, die kommen aus einer angestellten Familie, die hatten immer vor, angestellt zu sein. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, ich glaube, ich will doch nicht angestellt sein. Ich glaube, ich will freier Unternehmer sein. Und das ist beides geht. Im Grunde geht ja beides so. Einige sind schon von Anfang an so, andere entwickeln sich erst Ja. dazu. Ja. Also ich denke, das ist ja auch vor allem jetzt für Tim, gut, dass du heute auch da bist. Du bist jetzt gerade in so einem Prozess. Da ähnelt ihr euch beide ja. Tim hat sich auch selber mit 18 selbstständig gemacht. Aber glücklicherweise haben wir jetzt die Möglichkeit, vor allem auch die Zuhörer, die jetzt meinetwegen schon 18 Jahre alt sind, auch sehr jung sind, jetzt von dir zu lernen. Vor allem auch durch deine Fehler. Wer Du weiß, kannst auch was schon Fehler vorher dürfte. Unternehmer sein. Ja. Also ich habe auch Freunde, die haben mit 16 und 17 schon Ich ein glaube, ich war Unternehmen 17, gegründet. warst du da, ne? 17 oder 18? Also die erste Affiliate-Webseite mit 14, Ja. Ja. aber so wirklich Geld verdient mit 17, Guck mal, ja. ich glaube, mein Freund Sven Franzen aus der Nähe von Frankfurt, der hat, glaube ich, mit 16 seine GmbH gegründet, war damals Wow. jüngster, Geht das schon so früh? jüngster Ja. GmbH-Geschäftsführer in Deutschland. Ist auch im Fernsehen gewesen, mussten seine Eltern halt ratifizieren. Das ist Ah, vor ja. Gericht, musste das dann anerkannt Ja. werden. Ne? Und angenommen, wir haben jetzt einige Zuhörer, die an diesem Punkt sind und sagen, hey, ich sehe mich selber auch als dieser geborene Unternehmer, nur sind da ja auch viele Stolpersteine auf dem Weg. Und was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, um einige Fehler, die du bereits gemacht hast, um diese schon vor und vorhinein zu vermeiden? Was wäre das? Also A, glaube ich, es ist nicht richtig. Also nein, es ist. Also ich muss mich anders ausdrücken. Wir haben ganz, ganz stark die Tendenz, Fehler vermeiden zu wollen. Also ne, also wir glauben, das Leben ist einfach schöner, wenn wir Fehler vermeiden. Das ist sicherlich in einigen Sachen richtig, das würde ich sagen. Aber manche machen das so verkrampft, Ja. Fehler vermeiden zu wollen, dass sie gar nicht erst irgendwas machen. Und dass sie sich davon zurückhalten lassen. Das finde ich also schon mal nicht richtig. Und das, was bei mir richtig oder falsch war, kann bei dem anderen genau umgekehrt sein. Nicht? Ich meine, guck dir einige Tech-Startups an. Es gibt Leute, die haben ein Tech-Startup gemacht, die haben ein Social Network gegründet oder wie auch immer und sind damit auf die Fresse gefallen oder pleite gegangen oder wie auch immer. Und es gibt die anderen, die haben genau das selber gemacht, ein paar Nuancen anders und sind damit der drittreichste Mensch der Welt geworden. Oder viertreichster Mensch. Ich weiß gerade nicht, wo Mark Zuckerberg steht. Ich glaube auf drei oder vier. Ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Das hat er erst vor ein paar Jahren angefangen, das Ding. Ne? Dafür mussten andere 100 Jahre eine Generation für arbeiten, um irgendwie so eine scheiß Milliarde zusammenzukriegen. Und also also wie gesagt, das, was bei ihm funktioniert hat, kann bei jemandem anders nicht funktioniert haben. Deswegen glaube ich, es ist nicht unbedingt ratsam, nur auf das Fehler vermeiden zu schauen. Aber natürlich, klar, es gibt natürlich Fehler, die kann man vermeiden. Zum Beispiel das mit den Preisen. Ein Grund, warum ein Unternehmen in die Grütze geht, ist, weil es kein Geld mehr hat. Das ist eigentlich der wichtigste Grund. Klar, es gibt noch, die Gesellschafter haben sich gestritten, die Gesetze haben sich geändert, bla bla bla, aber zu 99% ist das Geld ausgegangen. Und diesem Problem kann man ja schon einen Riegel vorschieben. Man muss A, realistisch sein und sagen, weißt du kennst diese Best-Case-, Worst-Case-Szenarien, ne? Die man ausrechnen muss.
die Leute glauben, naja, Best Case wäre 10 Millionen, Worst Case wäre 2 Millionen. Worst Case wäre aber 0. Das wäre realistisch. Realistisch wäre zu sagen, ja klar, Best Case wäre 20 Millionen, aber Worst Case wäre 0. Wie lange kann ich mit 0 arbeiten? Das ist halt die Frage. Ne? Wie lange funktioniert das? Was passiert, wenn ich 0 erreiche? Habe ich dann eine Strategie zu sagen, okay, ich kann den ansprechen oder den ansprechen oder ich habe ein Produkt, was ich verkaufen kann, etc. pp. Das ist sehr, sehr wichtig, da auch realistisch ranzugehen. Und da kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du brauchst in einem Unternehmen auch einen Verkäufertypen. Wenn du nicht einen Verkäufertypen dabei hast, dann wird es zumindest sehr schwierig. Mhm. Es wird zumindest schwierig. Ich meine, du brauchst keinen Verkäufertypen, wenn du ein extremes Sogprodukt hast. Wenn du ein Produkt hast, was so einzigartig ist, dass die Leute bei dir klopfen und sagen, können wir bitte, bitte mitmachen bei dir. Als Investoren oder wie auch immer oder als Kunden. Das ist in Ordnung. Aber der Regelfall wird sein, du musst das Produkt irgendwie an den Mann bringen. Und dafür brauchst du irgendeinen, der sich traut, den Hörer in die Hand zu nehmen oder bei irgendjemandem zu klopfen und sagen, du, wir haben hier ein tolles Produkt, willst du das mal ausprobieren? Das ist natürlich schon wichtig, ne? Mhm. Ja. Ja. Ja, sehr, sehr wertvoll. Viele fangen auch an, natürlich eine Firma zu zweit oder zu dritt zu gründen. Da muss man sich natürlich auch da kann man sich wieder einfach die Realität anschauen. Das ist genau wie mit Eheverträgen und so weiter. Man guckt sich einfach die Realität an und sagt, okay, die Realität ist, dass zum Beispiel, wenn du eine Gesellschaft gründest, dass die meisten nachher sich wieder auseinanderleben. Bei Ehen ist es ja auch so. Und von daher kannst du dem zumindest schon mal zuvorkommen und sagen, okay, wir schaffen schon mal eine Exit-Regelung. Wenn wir uns mal eines Tages nicht mehr verstehen sollten, Gott behüte, aber das ist bei den tollsten Firmen der Welt passiert, dass sich die Gesellschafter irgendwann getrennt haben und dass man dann zumindest schon mal weiß, woran man ist, genau wie mit einem Ehevertrag. Ne? Da kommt dann keine Fantasie hoch und sagt, ah, jetzt klaue ich dem das und jetzt brauche ich den und so weiter, sondern man weiß genau, vertraglich zugesichert ist dies, das, jenes und da komme ich auch nicht mehr raus und man weiß, woran man ist. Ne? Das ist also auch schon eine gute Sache. Weil ich sehe viele Startups, die sich mit mehreren Gesellschaftern gründen. Ne? Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man irgendwann sich nicht mehr versteht, weil einfach der eine will in die Richtung, der eine ist sehr risikofreudig, der andere ist eher, ich sag mal, mehr auf Sicherheit bedacht. Und diese beiden Welten, die können ja nur kollidieren. Mhm. Wenn der eine sagt, nee, wir müssen Gas geben und wir müssen Risiken eingehen und der andere sagt, nee, lass uns doch erstmal ein bisschen auf Sicherheit spielen und die Bank befriedigen. Weißt du, das hält einfach nicht lange. Das wird schwierig. Ja. Das haben wir bei uns letztens im Freundeskreis gemerkt. Ja. Ja. Und was ich mich jetzt frage ist, weil wir haben jetzt über das Thema realistisch denken geredet und viele sagen, du denkst noch viel zu klein, du musst viel, viel größer denken. Und was sagst du, wo ist die Waage zwischen realistisch denken, aber auf der anderen Seite auch groß träumen und an diesen großen Visionen glauben? Und ja. Mit realistisch meine ich ja nicht, es gibt Grenzen. Sondern mit realistisch meine ich einfach nur, guck dir die Realität an. Also ich sag mal so, guck dir das an, was höchstwahrscheinlich ist. Also wieder das Beispiel Social Networks oder so ähnlich. Es gibt Snapchat, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt YouTube, es gibt ganz, ganz viele Social Networks, die extrem erfolgreich sind. Also wenn du ein Social Network gründest und der Meinung bist, dass du wirklich genau die Idee hast und dass du auch wettbewerbsfähig bist und dass deine Idee nicht morgen von Facebook oder Instagram einfach kopiert werden kann, wie es zum Beispiel mit Snapchat der Fall gewesen ist, weißt du, Mark Zuckerberg hat bei Evan Spiegel angefragt, hat gesagt, du, ich kaufe dir deine Bude für 1 Milliarde ab, hast Bock? Und er sagt, nö, mache ich nicht. Und dann hat Mark Zuckerberg gesagt, gut, dann machen wir den ganzen Scheiß einfach bei Instagram. Ja. So, und dann wurde Story erfunden und dann wurde es nachher auch bei Facebook implementiert. Und jetzt ist, ich weiß nicht mehr, also ich bin in dieser Generation nicht so drin, ne? Aber ich habe Snapchat noch nie benutzt. Ja. Aber ich weiß von vielen, dass ich jetzt nur noch Instagram Stories benutze. Mhm. Also das ist natürlich eine realistische Sache, die ich mich fragen muss. Kann mein Geschäftsmodell schnell und einfach kopiert werden von jemandem, der alle Ressourcen hat? Geld, Mitarbeiter, Infrastruktur, alles da. Und das ist immer eine, ich meine, klar, wenn ich es in der Lage bin, patentieren zu lassen zum Beispiel, dann habe ich vielleicht eine gewisse Rechtssicherheit. Aber mit Realismus meine ich also nicht, du kannst kein Milliardär werden. Natürlich, das ist höchst realistisch, dass du Milliardär werden kannst in gewissen Bereichen. Ich meine damit nur, dass man sich einfach die Parameter anschauen kann und sagen kann, okay, kann ich das?
Kann ich das? Kann ich das? Habe ich einen guten Programmierer? Habe ich eine gute Infrastruktur? Habe ich genug Geld, die Server 24 Stunden laufen zu lassen? Und so weiter und so fort. Ne? Das ist einfach der Realismus, den ich meine. Also einfach sich die richtigen Fragen zu stellen, ja, und zu schauen, was gibt es überhaupt, ja, schon. Du musst groß denken. Du hast definitiv, also mit deiner Ausgangsfrage, denk groß. Grant Cardone sagt ja immer, nimm deine Ziele immer mal 10. Frank Wilde, ein deutsches Beispiel, hat das auch immer gesagt. Setz dir große Ziele. Selbst wenn du davon nur einen kleinen Teil erreichst, hast du damit ja immer noch mehr erreicht, als wenn du dir nur ein ganz kleines Ziel gesetzt hättest. Ne? Mhm. Weil du in der Regel ja nie das komplett erreichst, was du dir vornimmst. Weißt du, wenn du dir jetzt vornimmst, du willst jetzt 1 Million im nächsten Jahr machen, dann wirst du wahrscheinlich, vielleicht, wenn du Glück hast, bei 300, 400 oder 500.000 landen. Weißt du, 1 Million. Aber man muss sich größere Ziele setzen. Ja. Mhm. Ja. Und bei dir ist es ja auch so, dass du da schon gewisse Systeme geschaffen hast und ganz viel Mitarbeiter hast, die an deinem Unternehmen mitwirken und dir auch dabei eben letztendlich helfen. Und ich merke auch bei dir, dass du grundsätzlich ein sehr, sehr entspannt gelassener Typ bist, sehr, sehr bodenständig und vor allem auch von der Mentalität, Emotionen einfach mega freundlich, auch von der Zeit her, als wären so deine Lebensbereiche vollkommen im Einklang. Und wie bewerkstelligst du das bei dir? Also wie kriegst du das so hin? Weil ich bin mir sicher, dass viele Unternehmer, dadurch, dass sie das Unternehmen haben, so viele andere Lebensbereiche vernachlässigen. Und ich muss sagen, das habe ich bei dir jetzt nicht den Eindruck. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach nicht so viele andere Lebensbereiche. Das ist ja so. Mach dir einfach weg.